wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du zuschaust. Mehr noch, dass du dabei bist, hier beim Gottesdienst der Rheinkirche Düsseldorf. Mein Name ist Judith und ich begleite dich heute im Gottesdienst. Ich beginne diesen Gottesdienst mit einem Interview. Wir wollen gerne Menschen präsenter machen. Wir wollen gerne Menschen vorstellen. Wir wollen gerne bei Menschen nachfragen. Wir wollen hinterfragen. Wir wollen wissen, in welcher Lebensphase stecken sie gerade. Und ich freue mich, dass heute mein erster Interviewpartner da ist. Und das ist Felix Warnke. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Felix, ich starte heute mit dir und ich muss dich mal kurz fragen, bist du ein bisschen spontan? Ja, ich würde schon sagen, also wenn man sich so meine Schule anguckt, würde ich schon sagen, dass ich ziemlich spontan bin, vor allem auch mit dem Lernen und so. Das ist gut, dass du spontan bist, denn ich würde gerne am Anfang dir 10 Gegensätze nennen und immer eins davon trifft auf dich zu, denke ich, und du musst sagen, welches, okay? Ja. Bist du bereit? Super. Also, laut oder leise? Laut. Ernst oder lustig? Lustig. Verträumt oder zielstrebig? Verträumt. Cola oder Fanta? Fanta. Langschläfer oder Frühaufsteher? Langschläfer. Natur oder Stadt? Natur. Burger King oder McDonald's? Gar keins. Okay, was wäre eine andere Wahl? Döner? Nee, ich esse kein Fleisch. Okay, also was Leckeres, Vegetarisches, ja, sattgrün oder so. Ja. Okay, Berge oder Meer? Meer. Klassik oder Rockmusik? Rockmusik. Chaotisch oder aufgeräumt? Chaotisch. Okay, danke für deine Spontanität. Wir machen jetzt weiter mit mehreren Fragen, die ich noch an dich habe. Felix, du bist jetzt in der Q2. Das heißt, du startest in der nächsten Woche mit deinen Abi-Vorklausuren. Du wirst morgen 18 Jahre alt. Was macht die Corona-Situation im Moment mit dir und deinem Leben? Ja, momentan finde ich es ziemlich schade, dass ich meine Freunde nicht treffen kann. Das ist eigentlich so die größte Einschränkung. Dann kann ich auch nicht zum Handball gehen. Das heißt, also ich bin Handballer, da gehe ich 2x die Woche hin. Das ist eigentlich so die größte Einschränkung, die ich momentan erlebe. Und natürlich der Lockdown, als ich nicht zur Schule gehen konnte. Hast du schon eine Alternative morgen für deinen Geburtstag? Nee, also ich denke mal, dass ich mit meiner Familie feiere und wie viele von euch vielleicht wissen, leben wir mit den Sievers in der Doppelhaushälfte. Das heißt, mit denen machen wir dann vielleicht was, denn an dem Tag kommen die auch aus der Quarantäne raus. Okay, aber schon in Vorfreude auf morgen? Ja, schon. Okay, immer wieder höre ich Menschen, die sagen, aber das war an der Corona-Situation meine Chance. Ich habe mir ein Regal gebaut. Ich habe Brot backen gelernt. Ich habe Gitarre spielen gelernt. Gibt es etwas, was du sagst, das habe ich in der Corona-Situation neu gelernt? Tatsächlich habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Nein, echt? Doch. Ja, also ich wollte eigentlich mit Jana anfangen. Sie hat dann leider irgendwann aufgehört. Aber weil Mama ja auch oft Gitarre spielt, kann ich dann bei ihr, zeigt sie mir viel. Dann habe ich auch angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Das mache ich dann 2x, 3x die Woche zusammen mit meinem Bruder und einem Freund von ihm. Und ich habe angefangen, meine Haare wachsen zu lassen, wie man vielleicht sieht. Das mehr oder weniger freiwillig wahrscheinlich. Ja, ich habe gedacht, ich nutze mal die Chance und gucke, wie das aussieht mit langen Haaren. Wird noch bestimmt. Okay, und du hast gesagt, du machst mehr Sport. Hast du da eine bestimmte Sportrichtung? Eher Ausdauer, eher Krafttraining oder was machst du? Ja, ich mache Calisthenics. Das kennst du vielleicht. Das ist Training mit dem eigenen Körpergewicht. Wir haben ja eine Klimmzugstange oben auf dem Dachboden. Dann hat Papa uns zu Weihnachten eine Dipbar geschenkt. Was ist das, bitte? Das kann man sich so vorstellen, man hat hier diese beiden Streben und dann kann man da so Dips machen. So sieht das dann aus. Nur in der Luft halt. Also quasi Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht. Genau. Okay. Super. Und wenn so, du... Moment. Ja. Und ich gehe noch letzter Zeit nicht mehr so regelmäßig, aber zwischendurch bin ich ziemlich regelmäßig laufen gegangen. Das war auch ganz schön. Mehr für die Ausdauer dann. Ja. Okay. Wenn du jetzt denkst, Abitur in 3-4 Monaten, hast du schon Pläne, wie es danach bei dir weitergeht? Ja, danach ist ja erstmal eine große Pause bis zu den Sommerferien. Da möchte ich ja mit meinen Freunden irgendwie eine Fahrradtour machen oder irgendwo hinfahren.
dann möchte ich nach dem Abi oder nach dieser Pause, habe ich mich für ein FSJ auf dem Kirschkamper Hof beworben. Da bin ich dann mit, ich glaube, 10 anderen Freiwilligen, die dann auf dem Kirschkamper Hof, das ist so ein Bauernhof, der bietet Ferienlager an. Da lebe ich dann halt für ein Jahr und kümmere mich um die Tiere, andere Reparaturen und bin für die Kinder da, die ab und zu hoffentlich bald mal wieder dahin kommen können. Okay, aber der ist dir ja, glaube ich, schon sehr vertraut, der Hof, ja, weil du auch selbst an Freizeiten da teilgenommen hast. Ja. Genau, Kirschkamper Hof, auf jeden Fall auch eine super Alternative für Kinder und vielleicht und hoffentlich finden die Camps bald statt. Kommt gerne alle dahin. Okay, kleine Werbung. Dann, wenn ich an das Thema des Gottesdienstes denke, ist heute Zeit für eine Passion. Was würdest du sagen, ist deine Passion? Wofür brennst du? Hast du was Bestimmtes, wofür dein Herz brennt? Was ist deine Passion? Als ich das Thema des Gottesdienstes gehört habe, habe ich auch erstmal lange nachgedacht, was das eigentlich ist. Und da ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, wofür ich wirklich brenne. Also ich habe noch nichts, ich suche wahrscheinlich eher noch, wofür mein Herz da ist. Das habe ich noch nicht gefunden. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei, dass du es findest und finde es auch spannend, dass du auf der Suche bist. Und den Grund auch, warum ich Felix interviewe, den möchte ich euch auch auf jeden Fall noch zusätzlich nennen. Ich habe in der letzten Woche auch eine Studie gelesen, eine Studie in Hildesheim, die durchgeführt wurde, wo ich gemerkt habe, es gibt so viele Jugendliche, die jetzt auch kurz vor dem Ende ihrer Schulzeit stehen und denen aber wirklich diese Sicherheit und diese Orientierung und diese Verlässlichkeit wirklich gerade genommen ist oder fehlt. Oder im Vorgespräch hast du eben gesagt, mir fehlt gerade so ein bisschen dieser Rhythmus, dieser Tagesrhythmus. Und ich habe einfach ein Anliegen an dich, der du gerade zuschaust, dass du wirklich genau für diese Menschen betest, dass wirklich mehr Orientierung, mehr Sicherheit und mehr Verlässlichkeit gegeben wird. Oder auch, dass wir gefragt sind, wie können wir jungen Menschen einfach hier diese Verlässlichkeit und Orientierung geben. Das wäre ein ganz großes Anliegen von mir. Zum Thema Zeit für eine Passion hat unser Pastor Martin Krahn jetzt eine Predigt vorbereitet. Ich freue mich drauf und ich frage dich davor, ist es Zeit für deine Passion? Fragezeichen. Viel Spaß mit der Predigt. Wann hast du das letzte Mal die Passionsgeschichte gelesen? Oder auch die Frage an dich, welche Passionsgeschichte hast du eigentlich das letzte Mal gelesen? Hat eigentlich jedes Evangelium eine Passionsgeschichte stehen? Und wenn ja, warum eigentlich so viele, 4 Stück an der Zahl, wenn es denn in allen Evangelien zu finden ist? Reicht es nicht eigentlich, eine Geschichte einmal auszuerzählen und dann ist auch irgendwann mal gut? Wir beginnen derzeit mit der wichtigsten Phase des christlichen Glaubens, des christlichen Kalenderjahres. Eigentlich müssten wir jetzt alle gespannt sein wie die Flitzebogen und warten auf das, was in den nächsten Wochen folgt, mit dem ganz großen Höhepunkt Ostern. Eigentlich. Denn eigentlich fühle ich mich gar nicht bereit für Ostern. Das ist noch so weit weg. Osterhasen in den Supermärkten irritieren mich irgendwie immer noch, obwohl sie schon seit ein paar Wochen dort stehen. Ich habe noch gefühlt gar keine Zeit für Ostern. Osterurlaub fällt gerade gefühlt irgendwie aus für dieses Jahr. Die Osterferien sind für Schüler irgendwie auch nichts Besonderes, weil man kennt das ja mehr oder weniger derzeit, zu Hause zu sitzen und nicht so richtig zu lernen. Osterfamilienbesuche sind eingeschränkt, sehr eingeschränkt oder fallen komplett aus. Denn eigentlich sollten wir ja auf Kontakte verzichten. Im Gegensatz zu Ostern wirkt Weihnachten cooler als Ostern. Adventszeit,
Dekoration, Weihnachtsbäume, Glühweinstände, Vorfreude auf Geschenke bei Kindern und bei vielen Erwachsenen und so weiter. Da ist so viel Trara drumherum. Und die Geschichte übrigens ist so viel einfacher nacherzählt. Ein paar Kids üben ein Weihnachtsstück ein, das ist gute Tradition, zumindest bei uns in der Gemeinde und in vielen anderen Kirchengemeinden. Und zack, fertig ist die Christvesper. Okay, ich muss da noch ein bisschen was dran setzen. Eine Kreuzigung dagegen lässt sich so schlecht in 4 Wochen mit einem Kinderanspiel organisieren. Eine Kreuzigung mit all dem drumherum kann man nicht nur schlecht nachspielen, sondern ist moralisch so halbwegs nur denkbar, zumindest wenn die Kinder mit im Spiel sein sollten. Aber warum eigentlich haben wir keine Wartezeit auf Ostern? Warum lassen wir Ostern im Gegensatz zu Weihnachten so ein bisschen stiefmütterlich, insbesondere in der Vorbereitungszeit, häufig an uns vorbeilaufen? Ein Fest, das aufgrund seiner Wichtigkeit in unserem Jahreskalender eigentlich definitiv eine Vorlaufzeit, eine Vorbereitungszeit doch notwendig hätte, oder? Deshalb ist es Zeit für eine Passion. Ich mache das Wörtspiel nicht mit deiner Passion, sondern ich habe bewusst gesagt eine Passion. Deshalb wird es Zeit dafür. Vielleicht auch, weil du und ich, weil wir in den letzten Jahren vergessen haben, diese Passionszeit tatsächlich mal ganz bewusst anzugehen. Lasst uns das doch 2021 mal probieren. Und deshalb will ich in den kommenden 5 Sonntagen die Passionsgeschichte unter die Lupe nehmen. Und zwar tatsächlich alle Passionsgeschichten, denn ja, selbstverständlich finden wir in jedem Evangelium eine Passionsgeschichte. Natürlich. Aber dieses Ereignis, das so bei so vielen Evangelien vorkommt, wirkt bei genauerer Betrachtung irgendwie ziemlich gruselig, finde ich. Da geht es um Verleumdung, um Falschaussagen vor Gericht, um einen weinenden und schwitzenden Jesus vor Panik und Angst, um Selbstmord, um vollstreckte Todesurteile. Eigentlich alles, was in einer spannenden True Crime Podcast-Serie zur Sprache käme. So stellt man sich ein neues Podcast-Format vor, zumindest eins, das viele Hörer generieren will. Und wie machen wir das dann in den kommenden Wochen bis Ostern? Jetzt im Gottesdienst? Im Game of Thrones-Format. Nämlich jede Woche aus einer anderen Perspektive von Beteiligten der Passionsgeschichte. Warum machen wir das so? Weil ich ziemlich überzeugt bin, dass wir häufig sehr einseitig auf dieses Ereignis blicken. Wir alle haben dieses Ereignis zigmal gehört, meistens sogar ähnliche Stellen im Kopf, vergessen manchmal die Zwischenzeilen und das, was zwischen den Zeilen steht. Und deshalb macht es für mich Sinn und habe ich Bock darauf, mit euch gemeinsam in den nächsten Wochen Menschen anzuschauen in diesen Geschichten, die eben ein bisschen was mehr erzählen, als wir es vielleicht sonst an einem Ostergottesdienst hören würden. Und beginnen will ich heute mit einer Perspektive, die wahrscheinlich kaum einer von uns jemals eingenommen hat. Nämlich einer Person, ich nenne sie Hans, die in Jerusalem während dieser Zeit lebt und so gar nichts mit dem Ereignis zu tun hat. Ein Unbeteiligter. Einen, den das Ganze eigentlich überhaupt nichts angeht. Ein Unbeteiligter kommt tatsächlich nicht als Hans genannt in der biblischen Passionsgeschichte vor, aber wir können so an 2 ausgewählten Stellen mal schauen, wie sich diese Unbeteiligten, dieser Hans in diesem Fall, denn verhalten hat und was dieses Osterereignis für ihn bedeutet hat. Das erste Mal, dass Hans tatsächlich zur Sprache kommt,
ist ja, im Schauprozess gegen Jesus. Und selbst da hat er eigentlich eine Nebenrolle. Denn am Anfang ist in diesem Schauprozess eigentlich nur wichtig, was die religiösen und politischen Führer und die römischen einflussreichen Personen dieser Geschichte erzählen. Aber am Ende gibt es so einen kleinen Schwenk mit einem kleinen Detail, wo der Unbeteiligte vielleicht sogar beteiligt war. Aber wir gehen mal eigentlich davon aus, dass Hans zwar von der Kreuzigung Jesu, von der beabsichtigten Kreuzigung und all dem drumherum zwar mitbekommt, aber ihn das irgendwie so gar nicht interessiert. In diesem Schauprozess passiert etwas ganz Spannendes. Pilatus, der Typ, der also in Jerusalem damals alles zu sagen hat, der darf Begnadigungen aussprechen. So wie wir das vielleicht auch kennen. Naja, wir kennen das eher weniger. Du und ich kennen das weniger. Wir kennen in Deutschland Begnadigungen jetzt nicht so ganz klassisch. Aber vor ein paar Wochen ist durch die Medienwelt genau so eine Meldung durchgeschwirrt. An seinem letzten Tag seiner Präsidentschaft hat Donald Trump, Präsident der USA oder ehemaliger Präsident der USA, 143 Begnadigungen ausgesprochen. Menschen aus ihren Gerichtsprozessen, ja, nicht befreit, aber sie von der Strafe befreit, die sie bekommen haben. Manche dieser Begnadigungen hatten irgendwie einen faden Beigeschmack. Das ist jetzt noch sehr diplomatisch ausgedrückt, weil man schon auch munkelt und es doch sehr stark danach riecht, dass diese Verurteilten ihm in Zukunft gegebenenfalls noch helfen könnten und er sich ihre Gunst mit dieser Begnadigung erkauft. Rechtsanwälte, einflussreiche Medienpersonen für seine Zukunft, die ihm vielleicht noch helfen könnten und so weiter. Wir lesen diese Geschichte, diese Passionsgeschichte, manchmal und vorverurteilen Hans als den Unbeteiligten. Aber Hans ist eigentlich mit seinem Alltag beschäftigt. Hans ist einer von zehntausenden Menschen in Jerusalem, die ihrem Alltag nachgehen, die gucken müssen, dass ihre Familie versorgt ist, die selber ihre Probleme haben, ihre Finanzen irgendwie in den Griff bekommen müssen, Ärger haben mit den römischen Soldaten, Probleme haben vielleicht mit ihrer Familie, mit ihrer Ehefrau, mit ihren Kindern oder sonst was. Hans interessiert diese Kreuzigung eigentlich gar nicht. Er kriegt vielleicht im Vorbeigehen davon mit. Bei dem Schauprozess selber sind wahrscheinlich nur politische und religiöse Aktivisten unterwegs. Aber die meisten, so wie Hans eben, dieser Unbeteiligte, geht seinen Feierlichkeiten nach und der ist wichtig, der Feiertag, denn die begehen 7 Tage Passafest. Einer, der ganz viel Zeit, ganz viel Vorbereitung und Familie fordert. Ein Jesus also, der in diesem Vorprozess für alle sichtbar, sogar für die Unbeteiligten, soweit hat sich das rumgesprochen, der sowieso vorverurteilt scheint, interessiert diesen Hans nicht. Warum auch? Der wird sich vielleicht sagen, ich bringe Jesus nichts und dieser Jesus bringt mir auch nichts. Warum soll ich mich bitte um seine Angelegenheiten kümmern? Ich habe meine eigenen Angelegenheiten. Ich würde mal behaupten, dass es viele gab damals, die diesen Schauprozess nicht nur durchschauten, sondern sogar moralisch für verwerflich hielten. Überhaupt keine Frage. Aber ändern kann doch Hans an der ganzen Situation gar nicht mehr. Das weiß Pilatus sogar. Der weiß das und nutzt diese Möglichkeit eben, diesen Aktivisten, die bei dem Schauprozess vor dabei sind, keine Steine in den Weg zu legen, sondern er entscheidet sich gegen die Unbeteiligten, gegen das Interesse der Unbeteiligten oder auch weil sie unbeteiligt sind, eher dafür, die einfache Lösung zu nehmen. Pilatus gibt Jesus den Aktivisten hin, weil sie so laut danach schreien. Auch wenn es im Gegensatz zu der großen Masse der Unbeteiligten eine ganz kleine Gruppe ist, die hier schreit. Die zweite Situation in der Passionsgeschichte, wo Hans von Jesus mitbekommen haben könnte oder es wahrscheinlich auch hat, ist auf seinem Kreuzesweg und bei der Kreuzigung selber auf Golgatha. Vielleicht kommt Hans hier zufällig vorbei, so im Laufe des Tages.
Das ist alles nichts Neues, dass irgendjemand gekreuzigt und verurteilt wurde und zum Tode verurteilt wurde. Das ist jetzt alles nichts, was eine Jahrhundertaktion wäre. Das passiert schon mal. Okay, denkt sich Hans, dieser Jesus, irgendwas hat er ja schon verbockt. Zu sowas, zu einem Todesurteil, gehören ja immer noch zwei. Ne? Vielleicht jetzt nicht so wirklich irgendwie gerechtfertigt, aber naja, es gehören immer noch zwei dazu. Und ganz ohne Grund mitten zwischen Schwerverbrechern zu hängen, kann sich Hans auch nicht ganz erklären, warum das der Fall ist. Bestärkt wird das dann auch noch, als Hans vielleicht am Kreuz vorbeikommt und dieses Schild über seinem Kopf sieht. Hans hat keine Ahnung, wer das da angebracht hat. Hans hat überhaupt keine Ahnung, ob Jesus das selber von sich gesagt hat. Aber da oben steht Jesus, König der Juden. Na, siehst du? So ganz unschuldig. Und Gotteslästerung ist bei Hans auch ganz schön tief verwurzelt als ganz schlimme Sünde. So ganz unschuldig schien ja dieser Jesus dann doch nicht zu sein. Warum erzähle ich euch von diesem Hans? Von diesem Unbeteiligten. Von dem, der vielleicht am Rande etwas mitbekommt, aber der eigentlich in seinem Alltag zu viel zu tun hat, zu viel drumherum hat, als dass er sich so sehr um diesen Jesus kümmern sollte. Ich erzähle euch das, weil es ein Spiegelbild ist, wie ich Ostern oft begehe. Ich bin auch manchmal und häufig sogar wie dieser Hans, wie dieser Unbeteiligte. Ich bin nicht nur unbeteiligt, sondern manchmal auch ein bisschen schaulustig. Ich weiß, was diese Geschichte für mich in der Theorie bedeutet, aber gehe wie ein Unbeteiligter, wie Hans, weiter meinem Alltag nach. Okay, ich muss zugeben, zum Ostergottesdienst bin ich dann doch bemüht, mich auf das zu konzentrieren, was mir als Christ doch eigentlich so wichtig zu sein sollte, mir weiszumachen, was an Ostern geschah. Aber es ist so lange her. Manchmal fällt mir das so schwer, an Ostergottesdiensten mir die Zeit und die Ruhe zu nehmen, mich zu fragen, was ist eigentlich an Ostern für mich geschehen, mich daran zu erinnern, mir weiszumachen, warum ich Ostern überhaupt feiere, warum ich Christ bin. Oft begnüge ich mich mit diesem kleinen Ausschnitt dieser Geschichte. Deshalb habe ich für die Vorpassionszeit ein Angebot für dich. Ich habe für dieses Jahr für mich beschlossen, ich möchte kein Hans sein. Oder ich möchte Hans sein, der hinguckt, der nicht unbeteiligt bleibt. Wir machen dieses Jahr das erste Mal eine kleine Adventszeit für Ostern. Und zwar 5 Wochen lang. Und diese Woche geht's los. Wir treffen uns per Zoom, leider nicht anders möglich, und feiern ein kleines Advents-Osterfest. 5-mal. Diese Woche am Mittwoch. Wir lesen ausgewählte Passagen aus der Passionsgeschichte, unterhalten uns darüber, warum diese Geschichte überhaupt wichtig für dich und mich ist. Du kannst Fragen stellen, Impulse mitgeben, Texte nennen, die dir vielleicht wichtig geworden sind. Kurzum, vom unbeteiligten Hans zum Beteiligten werden. Mitten einsteigen in die Passionsgeschichte 2021 und ihre Bedeutung für dich und mich. Denn es ist Zeit für eine Passion. Diese Woche aus Sicht von Hans, dem Unbeteiligten. Denn eigentlich verpasst Hans hier etwas Überragendes. Etwas, um das es am Mittwoch auch gehen soll. Er verpasst bei all seinem Alltag, bei all den Sorgen, bei all den Passafest-Vorbereitungen und Durchführungen, verpasst er das Ereignis der Geschichte. Er verpasst Jesus und seine Botschaft der Vergebung der Sünden. Nicht nur der Vergebung, sondern auch von dem Neuanfang. Von dem Abstandnehmen der Alltagssorgen. Von dem, was kommen soll. Von der Perspektive für unser Leben. Und das ist es doch wert, in dieser
vor österlichen Adventszeit mal näher zu betrachten. Der feiert Passa, die Befreiung aus Ägypten, und übersieht doch, dass Jesus am Kreuz stirbt, um ihn von einem noch viel größeren Problem zu retten. Sei dabei, Mittwoch 19 Uhr. Den Link findest du entweder in der Videobeschreibung oder in dem Newsletter, der heute Abend an alle Freunde und Mitglieder der Gemeinde rausgeht. Ich freue mich auf euch. Lasst uns die Zeit nutzen, vom Unbeteiligten zum Beteiligten zu werden. Es ist Zeit für eine Passion. Allein zu Ehren feiern.
See?
great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold. Was für ein wunderschöner und kraftvoller Name, Jesus. Ich hoffe, du hast die Zeit der Anbetung und die Zeit des Impulses genossen oder genutzt und nachgedacht. Und ich lade dich jetzt einfach noch mit folgenden Infos zu noch mehr Sachen ein. Und zwar geht es weiter mit dem Frühgebet am Dienstag um 9 Uhr oder am Mittwoch um 7 Uhr. Du bist herzlich eingeladen, via Zoom dabei zu sein. Hast du Fragen zum Link, dann schreib einfach eine E-Mail an gebet@rheinkirche.com. Sei dabei und beginne deinen Tag mit einem gemeinsamen Gebet. Und ganz frisch, morgen startet die neue Podcast-Serie. Morgen ist als Gast dabei Carmen Sievers. Verpasse es nicht, dir diesen neuen Podcast anzuhören. Es geht um Nachfolge und schwierige Jesusworte. Morgen also der neue Podcast mit Carmen Sievers und Martin Krahn. Und jetzt möchte ich dich gerne segnen. Ich möchte dich segnen mit Gottes Zuspruch, der dich begleiten soll in deinen dunklen und in deinen hellen Momenten in der kommenden Woche. Gott segne dich in seiner großen Barmherzigkeit. Er kennt deinen Weg. Er sieht durch jedes Dunkel hindurch. Er führt dich zum guten Ziel und schenkt dir seinen Frieden. Amen. Und das ist das, was ich dir und jedem Einzelnen, der hier ist, jetzt auch wünsche und sage, ich wünsche dir einen friedvollen, einen gesegneten Tag. Hab eine gute Woche und bis allerspätestens nächste Woche Sonntag, wenn es wieder heißt, der neue Online-Gottesdienst der Rheinkirche Düsseldorf. Tschüss, macht's gut.